Moin Jungs, heute geht es um eine Ambientbeleuchtung. Ich weiß, für Leute, die schon lange dabei sind, hatten wir schon mal wahrscheinlich genau das gleiche Video, aber ich habe so viele Nachfragen unter den Kommentaren und auch Leute, die mir auf Instagram schreiben, wie genau das verkabelt wird. Und da ich das damals nicht ganz genau gezeigt habe, gibt es heute wieder eine Ambientbeleuchtung. Ich habe mir genau die gleiche gekauft, denn der Leuchtstoff ist mir ja kaputt gegangen, als ich mein Navi eingebaut habe. Und dann werde ich euch auch diesmal zeigen, wie ich das richtig verkabel. Damals habe ich es mit Lüsterklemmen gemacht, heute mache ich das mal mit Vago-Klemmen, weil ich da relativ gute Erfahrungen gemacht habe. Mit dem Schaltknopf, der ist ja auch beleuchtet und das geht einfach viel leichter mit so einer 3er Vago-Klemme. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das geht. Kabelbaum durchschneiden kann ich ja jetzt nicht mehr, weil ich hatte ja damals die schon durchgeschnitten und es hat ja auch schon alles funktioniert. Deswegen zeige ich euch einfach nur, welche Kabel ihr kappen müsst und welche nicht, damit ihr da auch keine Probleme kriegt. Das ist auf jeden Fall das Standard-Kit. Ihr habt hier einmal dieses BMW Orange. Also wenn ihr das bestellt, bestellt euch auch das Orange von BMW und kein Rotes, weil das Orangene ist relativ True-Tone mit dem Tacho und mit den anderen Beleuchtungen. Das ist der Trafo. Hier wird das Ganze noch angeschlossen und wir schließen das hier an den Kabelbaum an. Und dafür nehmen wir diese Wege-Vago-Klemmen. Die sind eigentlich ziemlich geil. Kabelbaum für das Lichtschaltzentrum, das wir ja gerade ausgebaut haben. Da müsst ihr euch diese Kabel raussuchen. Einmal ist das hier, hier an dem einen, also seht ihr ja meinen Fusch von letztem Mal mit den Lüsterklemmen. Das rot-graue ist immer Instrumentenbeleuchtung, also könnt ihr das als Plus anschließen. Und hier dieses braun-schwarze ist so gesehen dann euer Minuspol. Den könnt ihr dann einfach anschließen, in dem Fall beim Auto ja Masse. Das Ding ist, ich habe jetzt hier schon mal so eine Vago-Klemme dran gemacht und ihr seht ja, es ist einfach viel leichter, wenn ihr hier einfach diese Clips runter machen könnt und die sind dann fester drin. Und hier müsst ihr immer so zwei reinfummeln und das ist einfach übelster Fusch, aber damals wusste ich es halt einfach nicht besser und habe die Teile genommen. Mir ist auch nie was passiert, viele haben immer darunter geschrieben, ja voll unsafe, aber wie gesagt, nie was passiert und ich hatte das vorher auch in einem E36 und im E36 war es auch gut und das ist über 2 Jahre gefahren, also von daher alles cool. Das Ganze ist jetzt angeschlossen. Testen wir das Ganze einmal. Es leuchtet jetzt wirklich nicht stark, aber das ist bei diesen Ambientbeleuchtungen einfach so, dass sie absolut nicht stark leuchten. Jetzt alles verkabelt, alles funktioniert, jetzt geht es ans Verstauen. So Jungs, das Ganze ist jetzt drin. Ich habe euch diesmal gezeigt, wie man es anschließt. Ich finde, so kann man das vertreten, weil das andere war schon ein bisschen sketchy mit den Lüsterklemmen. Deswegen, das ist auf jeden Fall safe, finde ich. Irgendwelche Elektroniker werden wahrscheinlich sagen nein. Aber ich habe, wie gesagt, nur aus Erfahrung gesprochen, mir ist da noch nie was passiert. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze behalte, weil man sieht halt diesen Leuchtschlauch. Ne? Der ist halt nicht irgendwie durchsichtig oder so, der ist halt wirklich orange. Und fühle ich eigentlich nicht so, aber ich habe den einfach nur dafür jetzt geholt, dass ihr das nochmal im Video seht. Weil ich, wie gesagt, übel viele Fragen bekommen habe und jetzt ja noch eine Zeit lang ein bisschen dunkel, also wird man auch nachts fahren und dann wird das Ganze noch ziemlich geil aussehen, aber ich denke, zum Sommer werde ich den rauspacken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet und ansonsten, wenn euch heute das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von diesem Kanal, von diesem E46 Bild und Videos rund um den E46, dann abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, ciao. Ich sag's euch nicht, aber Marvin hat ein Bild.